willkommen bei musikmachen.de. Heute für euch in der Vorstellung der Julian Booster aus dem Hause Lehle. Der Julian von Lehle ist ein parametrischer Booster. Man kann natürlich, essentiell für einen Booster, das Gain-Verhalten einstellen. Man kann von minus bis plus 15 dB das Signal verändern. Herzstück weiterhin ist ein Mitten-Poti, was reicht von 250 Hertz bis 1 Megahertz. Diese Mittenfrequenzen kann ich boosten oder cutten mit dem Boost-Poti. Weiterhin habe ich noch, um das Höhenbild zu gestalten, ein Treble-Poti. Es gibt hier als Schaltfunktion True Sound, da funktioniert das Gerät als Buffer in einer größeren Schleife, oder True Bypass bei kürzeren Kabelverbindungen empfohlen. Mit HZ-LZ kann ich die Eingangsempfindlichkeit drastisch verändern und so kommen wir gleich zu bestimmte Sounds nachahmen. Das ist der Booster von Lehle. So, ich gehe ein paar von Lehle empfohlene klassische Einstellungen durch. Das erste ist ein Treble Boost ohne eingeschaltetes Gerät. Julian. Die Julian mit Boost-Funktion. Mit Julian. Julian Funky Rhythm ohne. Mit. Abschließend für euch nochmal einen kleinen Spezialsound mit eingedrücktem LZ-Button, sehr stark angehobenen Höhen, gar nicht aktiviert, so. Und rein mit dem Julian. Ja, das war er für euch, der Lehle Julian Booster. Von Clean Boost Sounds bis heftig bearbeiteten, gefärbten Sounds, alles möglich. Wie gewohnt von Lehle, höchste Verarbeitungsgüte. Empfohlener Preis 215 Euro. Sicher ein Gerät, mit dem man so nichts falsch machen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf musikmachen.de.